Hallo zusammen und willkommen zum 9. Spieltag der Flossengenossenliga. Ja, wie wir sehen, sehen wir schon das Ergebnis und auch hier unten am Ende kein Watch Replay. Das Spiel hat nämlich nicht stattgefunden. Und zwar habe ich mit meinem Gegner einen Termin ausgemacht, zu dem er 2 Stunden nicht erschienen ist. Und ich habe es in den anderen Tagen leider aufgrund meines Studiums und der Arbeit nicht geschafft, einen weiteren Termin zu vereinbaren. Aber dadurch, dass ich gewartet habe, hat mir die Spielleitung den Sieg zugesprochen. Ein 2:1 an dieser Stelle. Ja, es tut mir irgendwie ein bisschen leid. Ich hätte das Spiel auch gerne gespielt. Einfach, weil es in dieser Liga ja vor allem ums Spielen geht. Dadurch, dass ich nachgerückt bin, habe ich ohnehin keine Chance, vorne mitzuspielen, habe auch bisher zu viele Spiele verloren und mit Zwergen ist es halt auch nicht möglich, so zu rocken, zumindest für mich nicht. Nichtsdestotrotz, also schauen wir uns mal die Starspielerpunkte an, die in diesem Spiel dann dadurch vergeben wurden. Mein Trollslayer ohne SSP hat jetzt auch den MVP bekommen, was eigentlich ganz schön ist. Und 2 weitere Spieler hier, mein nachgerückter Blitzer hat jetzt 3 SSP bekommen und ein Lineman. So, das macht sich im Team wie folgt bemerkbar. Hier sehen wir Jever, der hatte vorher schon mal einen Pass geworfen. Das war der glückliche Pass zum 2:0. Über die Palmis, glaube ich. Genau. Und hier Franziskaner mit 3 Starspielerpunkten. Da ist nichts passiert. Und auch hier Einbecker. Übrigens, mein Heimbier hat jetzt auch 5 Starspielerpunkte bekommen. Genau. Schauen wir einfach weiter. Ich hatte mich eigentlich gefreut, endlich mit meinem Mighty Blow Slayer ein bisschen draufhauen zu können. Aber das hat leider bisher noch nicht geklappt. Genau. Das nächste Spiel. Mörp hat ja Gott sei Dank sein Video schon auf dem Kanal veröffentlicht, deswegen spoilere ich hier gerade auch nicht so viel. Wir sehen hier Admins Call. Dieses Spiel wird nicht stattfinden. Und zwar haben wir eigentlich ein Team neu dazugewonnen. Und zwar ist ja ein weiteres Nor oder ein North-Team ausgeschieden. Die Gründe sind nicht bekannt gegeben worden. Dafür haben wir The Walking Set dazu bekommen. Aber man sieht hier schon, die Yellow Yawners sind auch nachgerückt, haben jetzt am 10. Spieltag, also er hat sein Spiel ja auch schon gespielt, sind bei 1200. Und es gab einen kleinen Aufschrei in der Liga, weil der Teamwert von 1330 für ein neues Team doch etwas zu krass war in unseren Augen. Für ein Team, was bisher in der Liga noch nicht gespielt hat. Und wenn man sich jetzt das Teamroster auch noch anschaut, also er hat hier einen Blood Ghoul mit Agilität 4, er hat einen White mit Mighty Blow und Bewegungsplus, er hat eine Mumie mit Block, das heißt da schon mal ein Double geworfen, hier ein Guard auf der anderen Mumie, 13 Spieler insgesamt, 3 Rerolls. Finde ich schon ziemlich krass für ein Team, was neu in eine Liga startet. Und wir sind ja 2 Nachrücker, also den einen habe ich ja gerade schon gezeigt, auch ich bin selber ja Nachrücker. Wir sehen hier, ich hätte jetzt schon den Gratis-Wizard auf sein Team, ohne überhaupt etwas machen zu können, sodass sich die Spielleitung dann im Nachgang dazu entschieden hat, dass Spiel einfach oder das Team dann nicht zuzulassen und wir spielen jetzt mit 19 Teams bis zum Ende der Saison. Das heißt, auch diesen Spieltag, auch den nächsten Spieltag wird es meinerseits kein Video geben. Leider, ich schaue mal, was ich alternativ mache. Ich spiele ja aber weiterhin noch in der DBBL und da wird jetzt demnächst auch noch ein Commentary folgen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle und bis bald.